Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Schalten wir mal ganz kurz rein. Der Bruder Pumpkin Abi hat mal wieder gute Arbeit geleistet. Und die Zusammenfassung, er hat zwei Videos gemacht. Ne? Bevor wir da zu dem zweiten Video kommen, wo Coach Kelp sehr, sehr rassistisch geworden ist. Ja, und die N-Bombe gedroppt hat. Er hat ja heute schon einen Stream gemacht mit ein Herz für Afrika. Und halt deine Fritze. Ja, wie der Mensch. Also, eins muss man Coach K verlassen. Er weiß, wie man die Menschen manipuliert. Wir haben so viele Kriege durchgestanden zusammen. Und er bezieht die Leute halt immer mit ein. Das kann er schon gut, muss man sagen. Ne? Der ist so ein Manipulator. Ne? Er hat ja auch so ein Buch gelesen, wie kann man Frauen manipulieren. Hat mir übrigens seine Ex-Alte erzählt. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Gucken wir erstmal bei Pumpkin rein, liebe Friends. Let's go in the window. Wir ziehen uns als allererstes Manuel in seine Stories rein. Coach, erzähl mal. Erzähl mal, wo du bist, komm. Weil ich werde dich sowieso finden. Ob ich dich finde oder nicht, steht nicht zur Frage. Ich finde dich 100%. Aber sag mir, dann können wir uns Zeit sparen. Wo bist du? In Hannover? Bei deiner Hurentochter von Frau? Piro sagt, hast du eine Story mit Azeiter? Bruder, ich war mit den Azeiters jahrelang im Knast. Küss dein Herz, Alter. Wir haben den Knast auseinandergenommen. Ich küss dein Herz, Bruder. Da gibt es schon einige Storys. Ja, aber so ist das nun mal. Ne, gab es ja auch Reportagen im Fernsehen von uns, ne, wo ich mit die Azeiters unterwegs war. Da kannte die keiner von euch. Keiner kannte die. Auch Farid nicht. Keiner kannte die. Auch ganz liebe Grüße an die Jungs. Haben sich gemacht. Sind jetzt Politiker und Fighter. Ne, haben ihr Ding gemacht. Ist auch schön. Ja? So, wir gucken weiter. Pui, danke. Da geht auch Frau. Boah, er geht auf Frau. Ey, die Frau von Coach, ne, so eine. Ich schwöre euch, warum, Alter? Weil die jetzt einfach zulässt, dass der Coach so über ihre Mutter redet neben ihr, Alter. Digga, ich bitte euch. Alter, wie kann man sowas zulassen als Frau? Boah, Bruder, er geht auf Frau. Das Geile ist, er geht auf Frau. Zwei Deutsche noch. Alter Schwede. Bist du zu Hause? Sag mir nur das, damit ich weiß, wo ich hinkommen muss. Ja? Und wenn du der Sohn eines Mannes bist, Der Sohn eines Mannes kannst du vergessen. Sein Vater ist ein Amerikaner. Dann antwortest du mir und sagst mir, wo du bist. Wir beide klären das heute. Okay? Schreib mir einfach. Gerade an alle meine Freunde und alle meine Brüder und alle Leute, die mich lieben. Ich bin auf der Suche nach Coach Frankie. Okay? Ich mache mir Sorgen um ihn und ich möchte gerne mit ihm reden. Okay? Jeder, der mich liebt, jeder, der mich kennt, meine Freunde, Brüder in Deutschland, überall. Ich suche Coach Frankie. Okay? Ich suche Coach Frankie, weil ich habe was mit ihm zu besprechen. An alle Leute, die mich hassen und die mich nicht mögen. Okay, den ich auf den Sack gehe, ne? Sagt mir, wo ich Coach Frankie finde, ne? Dann seid ihr mich los, weil dann habt ihr mich in den Knast gebracht. Ja, das ist natürlich, da seid ihr mich los, dann habt ihr mich in den Knast gebracht, ist natürlich eine Ansage in Form von, er könnte stolpern beim Gespräch und sich sein Kiefer brechen eventuell, ne? Oder vielleicht er stolpert und stirbt an einer Folge von einem Aufprall seines Kopfes auf dem Boden. Kann alles passieren. Twitch, sportlich an der Stelle. Und ich sage euch eins, ich glaube, es ist nicht mehr lange, weil langsam nimmt das hier ein Ausmaß, ne, von Geschichten erfinden, von Lügen erfinden über andere Menschen, mit der ist ein Pedo, der ist ein das, der ist ein dies, der hat das mal gemacht. All diese Scheiße, da sind alles Grenzen, die überschritten worden sind und irgendeiner wird dafür mächtig bezahlen. Mächtig. Und ich glaube, Coach Carford ist einer von denen, wo es vielleicht einen Nankör-Effekt geben kann. Und dann, glaube ich, wer sich dann freut, wenn der unter der Erde ist, ist dann, glaube ich, die Schwiegermutter, die dann zur Beerdigung so Essen macht, dass der angeblich nicht so schmeckt. Either way, sag mir einfach, wo der ist. Sag mir, wo ich ihn finde. Oder wer weiß, wo er ist. Wer weiß, wo er steckt. Boah, also... Dann gehen wir ganz kurz auf Manuelsen seine Seite und zu Coach Nankör kommen wir gleich. Coach, ganz kurz, du bist doch derjenige, der immer in deinem Live da stehst oder sitzt, stehst und Manuelsen, komm vorbei.
Komm einfach vorbei. Ja? Red nicht so viel im Internet rum. Bell nicht so viel. Komm vorbei. Jetzt ist er doch da. Meld dich doch. Mach doch eins gegen eins. Wie ein Mann. Was für du schreist Mann. Doch so viel. Also, das postet Manuelsen. Passt auf seiner Instagram-Seite. Ich habe eine Frage, ne? Bezüglich Manuelsen, der war gestern live. Manuelsen. Eine Frage, Manuelsen. Live und der meinte, dass du hast ihn beleidigt und zwar das und dies. Wer, Manuelsen? Genau, der meinte im Live, dass du hast ihn so rassistisch beleidigt. Im Supermarkt wolltest du so Schokolade essen. Warum beleidigt, warum Manuelsen beleidigt? Er ist doch Libanese, er ist doch ein weißer Libanese. Ja, ne? Er ist ein weißer Libanese. Also, Hammer, ja, Hammer. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, wenn Manu den gepackt hätte an dem Tag oder wie auch immer, dann wäre es wirklich schlimm gewesen für Coach Carford. Bruder, erinnert mich an diese Kükenfamilie, an diese Entenfamilie, Quark, Quark, Quark. Da ist eine schwarze Ente dabei und die glaubt, die ist auch weiß. Was soll ich machen? Digga, dem Bruder darfst du gar nicht sagen, dass er dunkel ist. Darfst du gar nicht sagen. Der Manuelsen ist ein weißer Libanese. Okay, ist gut. Komplett schizophren, der Typ. Bruder, der will Libanese sein, aber der weiß nicht wie. Bruder, nein, das geht nicht, Bruder, das geht nicht. Komm mal zu. Hm. Weißt du, du kannst aus schwarzer Schokolade. Was soll das ja nicht heißen? Er will. Was hat er gesagt? Er will Libanese sein? Aber er weiß nicht wie. Bruder, ich küsse dein Herz. Ihr habt aus Libanon ein auserwähltes Volk gemacht. Er weiß nicht, wie er da reinkommt, Bruder. Ja, nee, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Was soll das heißen? Er will ein Libanese sein. Bruder, Libanesen sind Menschen auch. Mensch ist Mensch. Was spielt die Nationalität für eine Rolle? Ich glaube, Manu will nur gar weil nicht der, sein. Nur weil Manu Arabisch kann. Habibi, Arabisch ist die Muttersprache, was sagt von dem Islam, Bruder. Und da sind die Libanesen leider uns ein bisschen im Vorteil. Die können Arabisch seit Geburt an. Wir nicht. Wir sind ja keine Araber. Und, Wer Arabisch versteht, ist ganz klar im Vorteil. Und das hat nichts damit zu tun, dass er ein Möchtegern Araber ist. Wer Arabisch kann, ist einfach seinem Glauben, den Islam, noch näher. Weil er einfach das noch besser verstehen kann. Mhm. Das ist einfach. Es geht hier nicht um Libanon oder es geht nicht um Afrika oder was weiß ich nicht was. Und Manu ist auch noch so ein Mensch, der kämpft seit Jahren darüber, dass er einfach nur Mensch sein will. Der will gar nichts sein, der will einfach nur Mensch sein. Das ist aller Herbste, Bruder. Warum kannst du kein Arabisch, Habibi? Bruder, ich kann Arabisch. Aber warum sollte er auch Arabisch können? So, ja, nee, er ist ja kein Araber. Ich kenne perfekt Arabisch, Bruder. Ich küsse dein Herz. Salam alaikum. Talahol. Salam alaikum. Ja, also er kann auch Jüdisch, Mama. Shalom. Guck weiter. Schokolade keine dunkle machen, jetzt rein ernährungstechnisch. Ja. Ja. Bruder, er soll sie einfach, ich verstehe das nicht, ja. Ich verstehe, dass sie Manuelsen unter mein Ali und seine ganze Gruppe auch, Bruder, sollen die machen, was sie wollen. Ich habe nichts mit ihnen zu tun, verstehst du, was ich meine? Er will einfach nur Fame haben hier bei uns. Alles gut. Und zwar, zweite Sache, Bruder, schon eine Frage, ne? Ey, ich frage mich, wie man so im Internet groß reden kann, ja, so solche Töne spucken kann. Ich weiß, Lan, du guckst meine Videos, aber ich bin halt ein offener Mensch und ich sage, wie kannst du solche große Töne spucken? Wenn du jemanden kritisierst, kritisieren ist kein Problem. Ich habe für heute Abend ein Video vorbereitet. Es ist so wichtig. Ich habe wirklich gedacht bis vor kurzem, dass Coach Ranky schon schlimm ist auf TikTok. Wir haben wirklich auch schlimme Menschen. Ja, von dem Video, was der Pumpkin redet, darauf werden wir auch reagieren. Und da sind natürlich Sachen, die sehr, sehr speziell sind. Ja, und dann will ich mal sehen, unsere afrikanischen Brüder, ja, die dort in der Region wohnen, wie damit umgehen. Hm. Ne? Natürlich auch meine Shia-Brüder aus Hamburg, die Ecke, die haben ja auch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Da geht es ja auch noch ein bisschen religiös zur Sache. Da hat er auch die Schiiten beleidigt. Und Habibi, einen Schiiten beleidigst du nicht, mein Freund. Ja, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Da siehst du einen überaus mutigen Mann irgendwann nachts mit einem bewaffnet vor dir, mein Lieber. Da will ich aufpassen. Ne? Aber wir gucken weiter. Gesehen auf TikTok, was die nicht alles machen, tun, für Geld. Heute Abend habe ich einen Typen, ich sag mal, ich habe eine Kreatur entdeckt, auf die ihr mich aufmerksam gemacht habt.
Ey, ich sag euch, schnallt euch an, ihr werdet ausflippen. Sowas habt ihr nicht gesehen. Darauf werden wir auf jeden Fall gleich eingehen, liebe Friends. Es wird genannt Kurt. Es wird genannt Kurt hier heute. So, ich spule jetzt ein bisschen das Gerede von Pumpkin vor. No disrespect. Ihr könnt das Originalvideo von Pumpkin natürlich euch reinziehen. Ich spule ein bisschen vor, damit wir ein bisschen hier noch mehr, damit das Video nicht zu lang geht. So. Kurdische Seite schreibt, wir stehen hinter dir, mein Bruder. Akongo schreibt, Manuelsen sagt nur Bescheid, wenn es losgeht. Boah. Eine Antwort. Manuelsen schreibt, I got this, brother. Azadi schreibt, bitte, bitte, lass uns zu ihm reden und persönlich alles besprechen. Ja, die Hornisse. Wo ist mein Kommentar? Die Hornisse ist in den Kommentarleisten. Oh, ich sehe ja auch Loco Ben. Mhm. Die ganzen Brüder sind hier am Start. Die Hornisse ist am Start. Ihr kennt ja alle die Hornisse, unser Bruder Azadi. Er hat natürlich auch direkt vorgeschlagen, lass den packen. Was er... Amar ist verhindert leider, familiär. Damit ihr Bescheid wisst. Von sich gibt im Internet. Ja, ich gehe mit dir in den Knast, schreibt eine. Alle Coach Schwenke auf TikTok melden. Lan, wenn du dann von... Sinan, warum machst du keine Videos mehr mit Eunice Jones? Bruder, ich küsse deine, ich habe mit Eunice Jones 100 Videos gedreht. 100 Videos haben wir gedreht, ich küsse deine Ernst, mein Bruder. Aber wir werden sicherlich bestimmt nur eh und da was noch machen, wenn sich das ergibt. Ja. Aber solange könnt ihr euch ja die Videos gönnen. Die sind legendär. Der Knastausbruch ist krass geworden. Vor denen stehst, bist du einmal Bruder Abi und hast nichts gesehen. Kleine Kinder, Walla. Also ich bin echt gespannt, was hierbei alles rauskommen wird. Ne? Wenn wir uns jetzt Coach Frankie seine Stories anschauen, dann postet er zum Beispiel sowas. Sinan, hast du hinter den Kulissen mit Coach Kelp telefoniert? Nein, wie kommst du da drauf? Was? Die einzigen Leute, die mich angerufen haben, waren seine Ex-Freundinnen und die uns erzählt haben, was für ein möchtegern Zuhälter das ist und dass er von einer die 9-jährige Tochter belästigt hat die ganze Zeit und klar machen wollte. Und die andere hat erzählt, dass deine 7-jährige das Ding in den Mund geschoben hat, in irgendein Waldstück. Und die Mutter von der ist so eine Ex-Prostituierte und hat das Kind wohl zur Verfügung gestellt, laut deren Aussagen. Nur das, also mit dem selber haben wir nie telefoniert. Naja, aber der hat trotzdem Zuschauer, juckt auch niemand, was er so gemacht hat, ne? Oder dass du auf dem Gebetsteppich mit dem Koran ins Gesicht drücken, wenn er mit Frauen Sex hat, Stachfurla, ganz geisteskranker Sohn. Aber juckt ja alle nicht, ne? Juckt ja niemanden sowas, ne? Solche Handlungen, Tätigkeiten, juckt keinen, der ist halt bestimmt nicht fame genug für die Klicks von den Leuten. Erste Minute auch schon wieder rum in diesem Gefecht dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Guck mal, hier packt der Coach Sohn einen Ausschnitt in seiner Story, wie Manuelsen quasi unterlegen ist, sag ich mal, im Kampf und tut hier so Kinder-Bueno rein. Was soll das denn darstellen? Also was soll das denn bedeuten? Was soll das denn bedeuten, außer wenn das, also wenn das nicht rassistisch gemeint ist, dann weiß ich auch nicht. Also so verstehe ich das. Natürlich könnte man jetzt einfach sagen, hört das doch nur Bueno. Nein, aber in Zusammenhang mit seinen Witze über Schwarze, dass er die N-Bombe gedroppt hat. So mit, also nicht mal so zu einem Untersicht zwischen Kollegen, er hat ihn als scheiß Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet. Das heißt, das war wirklich radikal rassistisch. So irgendwie, ne, das kann man nicht irgendwie, ne, und dann macht er hier so ein Bueno rein. Also, das ist für meine Meinung nach rassistisch gemacht. Coach Eddie. Fitner, es ist Fitner einfach. Ja. Jetzt ist er angeschlagen! Jetzt ist er angeschlagen! Guck mal, was ein Gottloser, er postet noch Kinder Bueno dazu. Ja, seht ihr? Jetzt postet der Manuelsen seine Mucke. Ist ja Copyright, deswegen gucken wir uns die Story so an. Er markiert die Stelle, wo er gerade ist, Ernst August Galerie. Also Leute, Coach Kelp tut so, als ob er irgendwo wäre und postet das. Man sieht aber ganz klar, also ich hätte das sofort gesehen, aber es ist ja auch schon rausgekommen, das hat ja auch Dingens schon gesagt. Das ist einfach ein Bild aus Google. Das ist einfach ein Google-Bild. Wir sind etwas shoppen mit unseren Ladies, relaxed. Ich glaube aber, dass das einfach eine Story ist von etwas früher oder keine Ahnung von wo und dass er jetzt extra, man kann ja auch, ich kann jetzt hier meine Wand abfotografieren oder draußen und markieren, dass ich in Mexiko bin, ja, also man kann so einiges tun. Manuelsen postet natürlich noch eine Story, dass wir uns jetzt reinziehen, Achtung. So, du rassistischer Sohn einer Wölfin. Zeig mal deine Eier. Ich bin in Hannover. Sag mal, wo ich hinkommen soll.
Dann klären wir beide das. Und sag nicht, du bist nicht hier. Schick Standort privat. Ja, eindeutig. Schick und dann ist man da. Hannover, Germany. Das heißt, Coach Frankie sagt, dass er nicht da ist. So. Einer Wölfin. Coach wird zum Wolf, wenn es wenn Mondschein kommt. Der dreht durch, die Brille fällt so von seinem Gesicht ab, weil er so eine Hundeschnauze kriegt. Oh, durch dieses Eiweiß, das ist gut. Ich bin euer Coach. Ich bin ein Piet. Nimm an und sag mir deinen Standort, du Maniak. Und rede du Maniak. Uiuiui. Ui, ui. Und der hat schon. Warte, Entschuldigung, Freie. Coach, guck mal, du, ich weiß, du machst jetzt deine lustigen Storys und die haben wir schon alles gesehen. Ja, okay, dies, das. Bruder, geh doch mal ans Telefon. Hä? Ich bin hier ganz bei dir in der Nähe. Poste keine lustigen Storys, was wir schon 100-mal gesehen haben. Geh einfach ans Telefon. Ich bin ganz bei dir in der Nähe. Ich bin sogar näher, als du denkst, dass ich bin. Guck mal hinter dir. Okay? Weil Hannover ist eine Stadt, Bruder. Du hast hier keinen Power, Bruder. Du hast hier keinen Power. Und leider Gottes... Ach so. Hab ich Power in Hannover, Bruder. Deswegen, ich weiß, eigentlich weiß ich schon, wo du bist. Nur der Anstand gebietet es mir, nicht da vor deiner Tür aufzuschlagen, weil du bist vielleicht mit deiner Frau da, das ist Eib. Deswegen, sei mal. Ja, ja, genau. Das wäre scheiße, wenn man sich dann von der Frau da noch einen blast. Das ist dann natürlich richtig kacke dann für dich. Coach, du Peach. Von der kleinen Uhren. Die lässt einfach zu, dass der ihre Mutter fertig macht und ist so noch mit dem live und chillt mit dem. Land du Huren, dich gefickt, Alter. Am Anfang habe ich noch gedacht, boah, haram, der so Mädchen, die so zierlich, die weiß bestimmt nicht. Aber das, die ist noch eine größere als Coach Frankie, ein Huren. Ich schwöre. Ist ja. Doch so. Ja. Stellt euch mal vor, ihr redet, der redet so über dein Schwiegermutterland. Aber egal, vielleicht hat die was. So, die kann was. Die kann was. Irgendwas kann die. Mann, komm raus. Nee. Wir sind hier ganz in der Nähe. Komm vorbei, Bruder. Komm. Ja, eigentlich sieht man da, dass die Beleidigungen am Anfang nicht so ernst gemeint waren gegenüber der Frau, was sehr schrecklich ist. Meiner Meinung nach sollten niemals Frauen... Sinan, lass die Frau. Vielleicht unterdrückt Frankie sie mit Drugs. Youssef 03, guter Gedanke. Aber Bruder, ich küsse dein Herz. Ist die 24 Stunden auf Drogen? Guter Gedanke, gebe ich dir recht? Ich habe am Anfang, tat die mir auch leid. Aber Bruder, die ist immer noch mit dem. Die ist immer noch mit dem und der macht immer noch die Mutter fertig. Der schimpft, beschimpft ihre Mutter neben ihr im Live. Sagt, ihr Essen ist für Hunde. Wo ist so Fressnapf für die Hunde? Also bitte, ganz ehrlich, das ist wirklich ein narzisstischer Manipulierer. Ja, sorry. Also wirklich, der ist ein Narzisst und manipuliert die Menschen, Digga. Und Mütter oder sonst was eingemischt werden. Aber so sind halt die Ausländer, wenn die ausflippen. Bei sind untereinander connected. Also ich sag das nochmal, ganz, ganz offiziell, da wo ich arbeite, da wo ich bin, ist Hohe Luftchaussee 153. Ganz Deutschland weiß das. Da machen wir Fotos, Videos, Fantreffen, alles machen wir dort. Und sogar wir machen Fantreffen und Fotos. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der ein Foto mit Coach Kelp hatte. Habt ihr schon mal ein Fanfoto gesehen? Der ist kein Afghaner. Nein, nein, nein. Afghaner sind Menschen mit Ehre. Afghaner haben Eier. Afghaner sind Soldaten. Der ist doch kein Afghaner. Sein Vater ist Amerikaner. Der ist ein halber Ami und wir gehen nach Vater. So, wir gehen nach Vater. Das heißt, er ist kein Afghaner. Er sieht aus wie so ein halber Afghaner. So ein bisschen oder nicht mal Afghaner, aber er sieht so ein bisschen aus, so südländisch aus. Mhm. Aber er ist halt einfach ein Amerikaner. Er ist kein Afghaner. Er sieht mehr aus wie so halb Kelb, halb Wolf. Ja, so. Und ja, leider hat die Mutter einen Feind gegeben. Schade. Ne? Und dann kommt da so ein halber Ami um die Ecke. Wenn ich, also wir gehen ja nach Vater, also ist er ein Amerikaner. Er hat mit Afghanistan gar nichts zu tun. Unsere afghanischen Brüder, da sind stramme Leute. Das sind nicht solche Leute wie der. Chemikuni. Die kleinsten Kinder wissen das. Da gegenüber Smileys, wenn ihr da fragt, wo ich bin, könnt ihr da sitzen, eine kleine Pizza essen und ich komme vorbei, ist überhaupt kein Problem. Und das, was wir in NRW haben, Mardellis, Kurden, Libanesen, das, was wir überall in München haben, Albaner, alle Brüder haben wir in Hamburg, alle ein Herz in rein, haben wir tausendmal mehr. Ne? Nur, dass Hamburg ein bisschen... Ich küsse dein Herz.
haben wir in Hamburg tausendmal mehr. Bruder, wenn wir 10 Essener nach Hamburg rauslassen, ist Epidemie, mein Bruder. Mach da einen auf wir. Wie was wir haben. Du gehörst gar nicht dazu. Und die Hamburger wollen auch mit dir nichts zu tun haben. Der ist ja bescheuert oder was? Höhenflug. Ein bisschen cleverer ist, ein bisschen intelligenter ist. Man hört sehr, sehr wenig von Hamburg. Wir hängen das nicht hier an die große Glocke, ja? Gelsenkirchen. Wir hängen das nicht an die große Glocke, als ob er so dazugehört. Zu den Leuten, die was zu melden haben in Hamburg. Na, die Leute, die in Hamburg was zu melden haben, aber die kennen dich gar nicht. Die wollen mit dir gar nicht. Was bist du denn für einer, Alter? Ne, hat er auf dem Kies, auf Zuhälter gemacht, hat den sofort ein anderer verscheucht. Vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren. Du darfst da nicht mal Packs verkaufen, Alter, ja? Du darfst da gar nichts. Ich bin alle ein Herzchen rein. NRW, von der Intelligenz her, von der Verbrecherquote, ja, Verbrecherquote sehr hoch, ja. Aber Intelligenz fehlt da und das wissen wir alle, ja. Intelligenz fehlt in NRW? Komm mal nach NRW und guck mal, ob die Leute, ob es denen an Intelligenz mangelt. Bruder, nach dem Besuch bei NRW brauchst du ein RTW. Guck mal, ob es den Menschen in NRW an Intelligenz mangelt. Gerade unsere, ich sag jetzt mal so behindert gesagt, gerade unsere Verbrecher in NRW. Unsere Verbrecher in NRW sind Macher. Die haben mehr Geld gescheffelt, als du zählen könntest mit deinem Taschenrechner. Hat jetzt auch nichts mit Coolheit zu tun. Kriminalität ist eh nicht cool. Aber, ihr wisst schon, was ich meine, wenn er hier schon so anfängt. Verbrecher sein ist eh jetzt nicht, worauf man stolz sein sollte. Ne? Aber wenn wir so einen Talk machen, dann Bro, dann ist NRW, Bruder, ich küsse dein Herz. Da würde ich vorsichtig sein, Digga. Ich habe hier viele Leute aus NRW, Gelsenkirchen drinne gehabt, auch manche aus Köln. Und wir können uns lange nicht mit meine Zuschauer, meine Follower, wir können uns nicht sehr, sehr lange mit denen unterhalten. Und wir wissen, dass wenn es darauf ankommt, da spricht man nicht. Ja? Da redet man nicht an ein Herz. Er möchte eigentlich so etwas in der Art sagen, passt auf. an ganz NRW, ja, da unten Ruhrpott, wo Manuelsen herkommt. Bitte seid nicht sauer auf mich. Im Gegenteil, meldet euch bei mir, denn ich brauche auch etwas Unterstützung, weil Manuelsen steht jetzt fast vor meiner Haustür. Bitte unternimmt etwas, weil das geht nicht. Aber wir provozieren ihn trotzdem weiter. Ne? Also in Deutschland gibt es ja viele Städte, die auch wirklich die Verbrecherrate hoch sind und so, aber glaub mir, Essen City, das ist ein anderes Pflaster. Ich sag euch das. Ich küsse euer Herz. Auch die Leute von früher. Ne, natürlich ist nicht diese New Generation. Ich rede von unseren Leuten von früher und dies und das. Also, das sind Leute, die haben. Da gab es schon ganz andere Kopfschmerzen. Rein. Und da kommt so ein Coach, Alter, und redet darüber. Du Hund, Alter. Ja, Hamburg auf die 1, Mann, ja. Ja. Bei Skinny Fat, das ist scheiße, was man da labert. Ey, ich versteh's nicht. Coach Nankör ist derjenige, der immer da steht und solche Ansagen verteilt und auch noch herausprovoziert, dass man zu ihm kommt. Jetzt ist der Typ da. Manuelsen ist da. Der ist da hingefahren. Wieso kommt er nicht raus? Warum? Er kann doch sagen, komm, wir reden jetzt erstmal. Komm. Ja, einfach bitte. Ja, einfach bitte. Entweder, passt auf, da gibt es so 2 Möglichkeiten. Entweder geht er raus und sagt, pass auf, Bro, wir machen jetzt eine Story. Ich gebe dir einen Kuss auf die Stirn und entschuldige mich öffentlich. Sportplatz. Ja. NRW ist 20 Mal größer wie Hamburg. Also ein Zyklop, alle ein Herzchen rein. Ein Zyklop hat ein Auge, ist 6 Meter groß, ist größer als ein Mensch. Ja, aber der Mensch ist schlauer. Ja, da reicht ein Mensch, ja, der jagt ihn auf die richtige Art und Weise. Ja. Warum hast du Narben auf der Brust? Weil die Frauen das lieben. So, tippen, 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 Gas geben, ja. Weil die Frauen das lieben. Also, guck mal, ne, Freunde, ist mal wirklich, ne, guck mal, er sieht ja aus wie ein Huhn. Trotzdem knallt der Weiber weg. Also, welche gestörte Huhn da lässt sich von dem Huhn ballern? Ja, ne, wie gestört muss die Alte dann? Weil er ist halt ein guter Schauspieler und er kann halt gut manipulieren, ne. Er weiß schon, wie er das macht, ne. Er hat ja nicht umsonst dieses Buch gelesen, wie man Frauen manipuliert, ne. Das hat mir einer von diesen Alten da erzählt. Also er muss extra Bücher lesen, wie man Frauen manipuliert. Also warum will man überhaupt Frauen manipulieren? Warum? Wenn das Ziel nicht ist, die anschaffen zu schicken. Nein, das hat er bei jeder Olle versucht. Bei jeder. Jeder Olle hat er versucht einzureden, lass uns zusammen Geld machen. So wie er auch mit seinen Fans redet. Alle mal jetzt ein Herzchen hier rein, sofort.
so einen auf so diktatormäßig und das kommt ja bei Leuten immer gut, ne? So Diktator. So. Komm, jetzt alle Mann jetzt hier. Da will ich auch nichts mehr hören von euch. Und alle, ja Mann, so ein Herzchen, das ist cool. Ne? Komm Schatz, wir verdienen jetzt Geld. Du gehst schön ackern, hast ein bisschen Spaß, bist gebumst und dann mit dem Geld kaufen wir uns ein schönes Haus. Oder irgendwie, so diese Manipulationsscheiße. Ne? Ganz, ganz ekliger Typ. Hat natürlich bei fast keiner Olle geklappt. Nur bei seiner Schwester leider. Und das ist auch wirklich kein Joke. Seine Schwester geht ja anschaffen. Ne, das ist kein Witz. Ne, ich lach nicht, weil das ein Witz war. Ich dachte, das ist eigentlich eher traurig. Ne? Und nur, das, wer von dem auch die Schwester immer anschaffen geht und das, der Bruder das weiß oder der Vater das weiß, nur der kann auch andere Frauen anschaffen schicken. Weil das ein Dayus. Nur Dayus können sowas machen. Ein Dayus ist dazu fähig, seine Frau anschaffen zu schicken, um denen das egal ist. Ein Dayus ist dazu fähig, seine Frau nackt zu präsentieren, ohne dass er eifersüchtig ist. Und der ist einer der schlimmsten Dayus, die es gibt auf dieser Erde. Ja. Und Mordegau, genau, ein Mordergabe. Wie ist ein Industriegebiet? Das war Abfallgebiet von Deutschland, ja. Man hat da die Leute getan, die man mich nicht so gerne mag, okay? Es gibt vielleicht ein, zwei, drei Ausnahmen. Lokras bitte raus, ja? Lokras bitte raus. Loikras bitte direkt raus, ja? Mit null Follower. Immer, also immer Leute, die irgendwas sagen, immer mit unter 10 Follower. Ja? Ein sehr nicer Kommentar, den ich natürlich vorlesen muss. Gord XII, lieber verhungere ich, als Frauen zu verkaufen. 100% bin ich deiner Meinung. Ja, wir distanzieren uns ganz klar von Frauen zu manipulieren, dass sie auf den Straßenstrich gehen oder im Puff zu arbeiten oder was auch immer. Wer sowas tut, ist wirklich ein ekliger Dayus und wird von Allah seine Strafe, die Herzstrafe kriegen, härter als was weiß ich was. Ne, also eine Frau das anzutun ist wirklich, wir sind alle keine Engel. Okay, wir sind alle keine Engel, wir haben alle schon mal nicht jeden Menschen gut behandelt und so, aber anschaffen, schicken, überreden, zum Geld machen, verkauf deinen Körper, deine Seele für Geld. Bei Allah, das ist einer der schlimmsten Sachen. Ja. Donnerstag bitte raus, ja? Ist immer so geil. Ich finde das sehr, sehr lustig. Ich finde das sehr, sehr witzig. So, holen wir jetzt jemand rein. Alle hoch. Hi. Alle hoch, egal wer, ja. The Real One auch raus, ja. Was machst du jetzt? Grüße nach was München. Machst du? Abu Tanga ist drin. Das heißt, er ist hier eigentlich im Tanga-Kartell ganz gern gesehen. Das werden wir sehen. Ja, ich frage mich auch, schmiert er sich immer mit Olivenöl ein, wenn er bevor der live geht? Dieses Bodyöl halt, ne? Dieses Bodyöl, ne? Ja, ja. Aber extra so, Bruder, wie cringe. Warum ölt man sich ein, bevor man live geht? Was ist das für ein Binamus, Alter? Bruder, weißt du, wie geil er sich selber findet? Ja. Weißt du, was jetzt Manuelsen ist Philipp, auf dem Dankeschön, vielen was Dank. Was machst du jetzt, Manuelsen ist auf dem so, Weg? So, tippen. Hallo? So, ja. Hallo? Das ist sehr, sehr lustig heute, ja. Sehr, sehr witzig. Ja, heute ist anders witzig, was, Leute. So. Heute, ja. Von Manuel. Hast du irgendwas gelacht? Ach so, okay. Du wirst gejagt. Abu Tanga. Ja, Bruder. Was laberst du, Mann? Salam alaikum erstmal und komm mal bitte richtig ans Telefon. Du wirst gejagt. Von wem? Von Manuelsen. Ist auf dem Weg zu dir. Ja, wie lange braucht er? Keine Ahnung, 45 Minuten. 45 Minuten, das weißt du. Ja. Ja, okay, dann ist das Nummer 8. Dann soll er sich hinten anstellen. Ja, okay. Wo ist jetzt Abu Tanga? Du kennst mich doch. Wo ist er? Also, da warten wir doch einfach ab. Warum muss man das an die große Glocke hängen? Das ist doch peinlich. Das ist auch diese Art und Weise. Abu Tanga, du kennst mich doch. Nach dem Motto, du weißt ja, dass ich ein krasser Typ bin. Und Abu Tanga sagt einfach dazu nichts. Und alle, ja, Mann, dieser Abu Tanga kennt den. Keiner kennt den. Dieser Abu Tanga war irgendeiner aus TikTok, irgend so ein normaler Zuschauer. Ah, Abu Tanga, du kennst mich. Du weißt, was ich auf der Straße mit Leuten mache. Du kennst mich. Der ist schlau, ja. Kennt ihr diese Leute, die immer sagen, du weißt, wie ich bin? Die anderen wissen nicht, wie ich bin, aber du weißt das. Damit stellt man diesen Menschen, mit dem man redet, besonders dar, dass er sich fühlt, guck mal, keiner weiß, wer es ist, nur ich weiß es. Boah. Ja, Mann, ich bin ein besonderer Mensch. Ich weiß es. Ja, Mann, ich weiß, wie du bist. Wallah, mach keinen Faxen mit denen, der ist krass. Ey, Horne, red nicht so, der ist krass. Wallah, nur ich weiß, wie der ist. Obwohl dieserjenige noch nie den in Aktion gesehen hat, den noch nie prügeln gesehen hat, nichts von dem gesehen hat und den nicht mal kennt oder sonst irgendwas. Das ist diese Manipulation, diese Filme, die hier gespielt werden. Ne, das kann der gut. Das kann er genau das, was ich gerade vorhin gemeint habe. Er sagt, wo ist er? Warten wir ab. Ja, ne, er fordert es so, also provoziert es so heraus, dass er sagt, ich komme dann, wenn er da ist.
Ich gehe dann raus. Ich treffe mich mit ihm. Aber anscheinend wartet Manuelsen da und er meldet sich nicht. Obwohl Manuelsen ihn die ganze Zeit anruft. Hm, Coach, was denn los? Da kann man doch gar nicht jemanden, da kann er mir doch gar nicht in die Fresse hauen, wenn das die halbe Welt weiß, ja? Ja. Peinlich, ja. Oder nimm mal seinen TikTok weg. Blender bitte raus, bitte. Blender bitte raus. Also, wir haben immer die ersten 10 Minuten, haben wir immer eine Säuberung. Immer. Bei uns ist immer Action, ja? Maya. Ey, das ist so witzig, Mann. Ja. Jetzt kommen die ganzen Synergie-Befürworter rein, ja? Hallo? Ja, die Synergie-Befürworter finden deine Mutter. Da würde ich aufpassen, mein Lieber. Ne? Und wir werden uns auch irgendwann zufällig sehen. Ich bin keiner, der jetzt hier vor deine Haustür kommt oder dich sucht oder sonst irgendwas. Allah führt die Menschen zueinander, die zusammengehören. Und wir werden uns auf jeden Fall sehen, weil ich habe noch bei dir Hack offen. Und dann werden wir beide wirklich einmal sprechen. Und dann heißt es Bodo Kena. Glaub mir, dann sprechen wir über deine Aussagen und die Lügen, die du mitverbreitet hast über mich. Ne? Einer, der Lügen über andere verbreitet, über den wird Allah die Wahrheit sagen. Boah. Und so viele Lügen, wie du verbreitet hast, und da haben sich 10 Ex-Frauen, 10 Ex-Freundinnen von dir gemeldet. Und jede sagt fast das Gleiche. Von Kinder berühren und anfassen bis hin mit diesem Koran und Teppich. Und diese Weiber untereinander kennen sich alle gar nicht. Das ist das Krasse. Frag mal Pumpkin. Auch bei Pumpkin haben sich welche gemeldet. Ja. Ne? Aber mach dir keine Sorgen, mein Lieber. Sabr. Sabr, 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 mein Lieber. Manuelsen sucht dich. Warst du schon mal in Thüringen? Der mit Thüringen bitte raus, ja? Bitte, bitte sofort. Hallo? Ja. Hallo? Hasan raus. Also, wenn ihr Fitnessfragen habt, Diätfragen, einfach rein, ja? So holen wir einen Hater von mir rein, Stammhater, ja? Hallo? Frankie, mein Lieber. Guten Tag, hallo, hallo. Wie geht's dir? Scheißegal. Stell dir eine Frage, mein Lieber. Meine Frage ist, bist du nervös oder so, oder was? Nein, mein Lieber, niemals. Niemals im Leben, ja? Okay, was ist heute noch an, Coach? Ja? Frankie, Hasan, bitte, bitte. Salam alaikum, salam alaikum. Frankie. Salam alaikum, okay. Walaikum salam. Also ich verstehe Coach Frankies Mission einfach nicht, weil, wie gesagt, Manuelsen ist vor deiner Tür, aber Coach meldet sich irgendwie nicht. Ja, das ist halt komisch, ne? Da sagt der Pumpkin richtig, ne? Der Manu ist doch da. Manu ist da. Warum gehst du nicht denn da runter oder zu dem hin oder sagst denn, ey, komm nicht vor meine Haustür? Ich komme an diesen Kiosk, wo du stehst oder was weiß ich. Warum gehst du nicht dahin? Warum gehst du nicht dahin? Du bist doch so ein Macher. Und wenn du Bedenken hast, dass Manu vielleicht mit 2-3 Leute da ist, dann ruf doch ein paar Shababs an. Oder nimm deine Freundin mit. Da haben die Shababs wenigstens noch Spaß. Das Problem ist, die Leute denken... Da können die hier sagen, hier, was ist das für eine Missgeburt, mit der du bist? Das Problem ist, die Leute denken so, nur weil er Muskeln hat, hat man automatisch Eier, weißt du? Das denken die Leute meistens. Ja, er trainiert alles, aber... Sein Gehirn und seine Eier nicht. Seine Eier, ist, weiß nicht, ne, wo die sind. Zeig doch Eier und triff dich doch mit Manu. Ach. Warum triffst du dich nicht mit Manu? Wir sind hier irgendwo in Hannover. Wir sind irgendwo in Hannover. Also Manu zeigt dir irgendeine Straße... Könnte natürlich einfach so ein Ding sein, das ist deine Straße, Bro, wo du bist gerade. Ich weiß selber nicht, wo wir sind. Aber du kannst gerne mal einen richtigen Standort schicken. Guck mal, Frank. Limmerstraße. Hat irgendjemand von den ganzen Fans von ihm, ich weiß ja, ich glaube nicht, dass hier in meiner Community oder in meinen Zuschauern irgendein Fan von dem ist, kennt ihn einer von der Limmerstraße oder hat ihn einer schon mal bei DM Öl kaufen gesehen oder was auch immer? Naja, er macht ja auch Fantreffen. Wann hat er denn mal Fantreffen gemacht? Brauchen wir dafür nicht Fans? Hä? Für Fantreffen brauchen wir keine Fans oder? Bruder, man braucht doch Fans. Er macht Fantreffen. Hater-Treffen, hätte ich ja gesagt. Einer schreibt, voila, da ist sogar DM. Albaner 19954, ich küsse dein Herz, Bruder. Das war geraten, ich kenne die Straße gar nicht, aber... Diese Straße hier ist ganz in der Nähe bei dem Ort, wo du dich versteckst, auch vor den Hamburger Shababs. Boah! Ne? Ich weiß gar nicht. Nein, hier versteckt er sich ja vor den Hamburger Shababs. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist er jetzt hier in Hannover und er ist auf jeden Fall, er kommt in der Nähe von dieser Straße, wir wissen ja. Ne? Deswegen, guck mal, rede nicht viel, Coach. Komm einfach vorbei und lass mal die Sache klären.
Also wenn das wirklich stimmt, dass er da in der Gegend wohnt, da sind ja auch ein paar stabile Schababs in Hannover unterwegs. Ihr könnt ja gerne mal freundlich dort denen so eine Fläschchen Öl vorbeibringen. Ja, wussig. Ja, Nidges. Nidges. Da. Komm. Ich habe auf jeden Fall die Anfangsdings von der Story nicht gehört. Deswegen hören wir uns das ganz kurz einmal so an, was er da genau gesagt hat. Boah, der Frank, da poste mir keine gegoogelten Standorte, du Maniac. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist ein Bild aus dem Google, was Kurt Schwenke gepostet hat. Nein. Ich wünsche mir, dass das jeden Tag so geht. Ja, das wäre geil. Türker, ich verstehe deine Welt nicht. Er wünschte sich, dass das jeden Tag so wäre. Mhm. Das machst du. Musst doch genau das erklären. Also für das gehe ich jetzt. Also man muss doch erklären, was man isst, wie man sich. Also ich werde auf jeden Fall euch am Laufenden halten, weil.